Lielo, heute mal ein kleines Beispiel für RDP. Bevor ich da was groß erkläre, habe ich da mal ein bisschen was vorbereitet. So, es geht um Folgendes. Ich habe einen PC, bei dem ist die Grafikkarte defekt. Der PC hat aber mehr CPUs als der Laptop, an dem ich gerade sitze. Ne? Der Laptop seht ihr gerade auf dem. Laptop ist Ubuntu Mate installiert. Und RDesktop, ein Programm, mit dem ich per XRDP auf den PC ohne Grafikkarte zugreifen möchte, damit er zum Beispiel meine Videos rendert. Laptop, wie gesagt, wenige CPUs, Ubuntu Mate drauf, RDesktop. Und ich habe mir auch noch ein Starter-Symbol auf dem Desktop gemacht, damit ich das Betriebssystem, das auf dem PC ohne Grafikkarte bereits installiert ist, hier Q4OS, dass ich das starten kann. So, also ich sitze hier an meinem Laptop. Da hinten ist der PC ohne Grafikkarte. Wie kann ich den Desktop sehen? Nun, mein Netzwerk hat noch ein Gigabyte LAN-Switch, mit dem der Laptop durchaus übers Netzwerk mit dem kommunizieren kann. Also der Laptop kommt nicht nur über den Router ins Internet oder über den Router auf mein Network Attached Storage, also NAS. Da ist eine SMB-Freigabe. Da kann ich was ablegen, ne? Vom Laptop eine Datei da drauf. Ich möchte für einen PC ohne Grafikkarte auch übers Netzwerk auf diese gemeinsame Dateien zugreifen. Der Laptop soll meinetwegen dieses Video aufnehmen. Ja, mit Record My Desktop möchte ich dann auf die SMB-Freigabe und dann über RDesktop mit meinem Starter-Symbol auf dem PC ohne Grafikkarte. Der soll sich das Video übers Netzwerk holen. Und dort mit KDN Live rendern. Das ist ein langer Satz. Gut, wie kann man das machen? Der PC hat keine Grafikkarte, hat aber viele CPUs. Entweder neue Grafikkarte kaufen, ne? Könnte man sagen. Oder wegschmeißen, das Ding will ich nicht. Ne? Guter Quad-Core. Gut. Ich habe noch einen anderen PC. Den könnte man sich auch leihen, mal kurz. Ne? Wenn man jetzt einen Kumpel hat, der PC, da geht die Grafikkarte noch. Gut. Steckt man seine eigene Festplatte rein. Hier habe ich dann das Betriebssystem, ne? Das ist ein PC mit Grafikkarte, mit Monitor, da konnte ich alles sehen. Ne? Auf der Festplatte das Betriebssystem hier Q4OS installiert. Über die Synaptic-Paketverwaltung, wie man da daran kommt, habe ich schon gezeigt in meinem Video zu Q4OS, habe ich dann auf dem PC XRDP installiert. Gut, jetzt ist das alles auf dem PC mit der Grafikkarte, auf deren Festplatte, ne? Auf dessen Festplatte. Ja. Gut, wie kriegen wir das da drauf? Ja gut, ist eigentlich jetzt nicht so schwer. Die Festplatte muss natürlich dann, muss natürlich dann da installiert werden. Einfach die Festplatte umstecken. Nachdem die Installation fertig ist und ihr erste Testverbindung mal probiert habt, ne, dann die Festplatte mit dem da verbinden. So. Jetzt brauche ich den PC mit Grafikkarte von einem Kumpel nicht mehr, kann ich wieder zurückgeben. So, jetzt habe ich auch einen PC ohne Grafikkarte. Da ist eine Festplatte drin, da ist das Betriebssystem Q4OS drauf. Und ich weiß, ich kann zudem eine XRDP-Verbindung herstellen. Windows-User werden sich wahrscheinlich wundern, dass das so auf Anhieb geht, weil es ist auch ein ganz anderer PC. Windows braucht dann oftmals ganz andere Treiber und so weiter. Nee, Linux-Betriebssysteme, hier zum Beispiel Q4OS, sind da schmerzfrei. Ne? Steckt man einfach in einen anderen PC rein, die Festplatte, und dann startet das trotzdem hoch, obwohl man nichts sieht. Ne? Natürlich habe ich das Betriebssystem so eingestellt, dass es mich nicht irgendwie komische Fragen stellt oder so, die ich dann immer blind eingeben müsste, ist klar. Ja. Gut, XRDP ist dafür recht gut geeignet. Ich muss kein Login-Screen übergehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen jetzt, ich bin auf dem Laptop, das ist der PC, den ihr jetzt hier im Video seht. Und da habe ich das Starter-Symbol, was nichts anderes macht als RDesktop zu starten, eine Remote-Desktop-Verbindung herstellen. Mit dem da. Ne? Da läuft XRDP, dieser Service, der PC ohne Grafikkarte ist, an. Und ich kann sehen, was auf dem läuft. Gut, hier habe ich mir so ein Starter-Symbol gemacht. Gehen wir auf die Eigenschaften. Und der Befehl zum Starten wäre zum Beispiel der. Das mit dem Sound ist so eine Geschichte für sich, das lasse ich mal weg. Ne? Gut, der PC ohne Grafikkarte hat die IP-Adresse, das habe ich vorher ausprobiert. Zeige ich gleich, wie man die IP rauskriegt. Ne?
ifconfig war nämlich nicht. Entweder am Router nachschauen oder zeige ich gleich. Gut, rdesktop, das Programm habe ich hier auf dem Laptop installiert. Das ruft das Ganze auf mit dem Parameter z komprimiere und minus g in der grafischen Auflösung und mit dem Titel Q4OS im Fenster. Nehme Kontakt auf zu dem PC ohne Grafikkarte und benutze den Username AdminQ. Ne? Den gibt es halt, den AdminQ auf Q4OS. Gut, da habe ich das Symbol noch ein bisschen angepasst, damit das schöner aussieht. So, so. Doppelklick. So, was passiert? XRDP, eine RDP-Verbindung, Remote Desktop Protocol. Wir sehen im Window-Titel Q4OS, weil es schön ist, in der grafischen Auflösung 1800x900. Der Username minus U hatte ich angegeben, ist AdminQ. Passwort 1234 hatte ich da eingestellt. Okay, und jetzt wird eine RDP-Verbindung zu dem PC, der überhaupt keine Grafikkarte hat, hergestellt. Sehr schön. Nun, das Bild konnte ich vorher schon mal sehen auf dem PC mit Grafikkarte. Jetzt kann ich es auch sehen. Von meinem Laptop aus, ne, auf meinem Monitor vom Laptop, den ihr hier seht, ne, kann ich einen PC, der gar keine Grafikkarte hat, ebenso fernsteuern. Konsole, Programm. Gut, hier war komischerweise ifconfig nicht dabei. Bei Q4OS, ne, ifconfig, wo man die IP-Adresse sich hätte anschauen können. Komisch, ne? Kommando nicht gefunden, zeige ich hier mal speziell für Q4OS. Wie man da trotzdem rankommen könnte, Kontrollpanel, gibt es ein Kontrollpanel hier unter Q4OS, ein sehr leichtgewichtiges Betriebssystem, auch für ältere PCs. Unter angeschlossene Geräte sieht man Informationen. Informationen braucht man, ne? Und wir sehen dann zum Beispiel Netzwerkschnittstellen und wir sehen dann, dass dieser PC, den ich fernsteuern möchte, diese IP-Adresse hat. Da kann ich auch rauskriegen, hier unter Q4OS ohne ifconfig, also auch kein Problem. Muss man sich ein bisschen durchwursteln. Gut, wie gesagt, Sound habe ich abgeschaltet. Das eigentliche Rendern mit KDE-Live habe ich nochmal installiert. Könnte ich jetzt hier besorgen, wie kommt das Video jetzt auf den ferngesteuerten PC, den ich hier sehe? Na, über meine Samba-Freigabe. Netzwerkfreigabe habe ich schon eingerichtet. Netzwerk NAS, ne? Mit diesem Zauberstäbchen hier kann man das NAS, ne? Das war quasi der, ja, vierte eigentlich im Bunde, ein separates Netzwerklaufwerk. 1234. Und ich sehe die Dateien. So, nochmal zur Verdeutlichung. Ich habe das Video gerade mal gestoppt, damit man eine Demo-Datei hat. Was sehen wir hier gerade? Ne? Wir sehen das Betriebssystem QoS, das gar nicht auf diesem PC läuft. Ne? Das auf dem PC mit der kaputten Grafikkarte läuft. Der nimmt Verbindung auf zu meinem Network Attached Storage und listet auf, was da gerade so drauf ist. So, wir sehen, das, was wir an diesem PC sehen würden, hätte der eine Grafikkarte und würden wir daran sitzen, wird übertragen über LAN an den Laptop, das Bild, ne? Das Bild sehen wir, das wird per Netzwerk übertragen, ne? Das ist das Bild, das wir da sehen. Und dieser PC ohne Grafikkarte nimmt ebenfalls über Netzwerk Verbindung auf zu meinem Netzwerk Laufwerk mit der SMB-Freigabe und listet die Ordner auf, die dort drauf sind. Nun, meine nächste Aufgabe wäre es also vom Laptop auf die Dateien, die ich gerne dort benutzen würde, erstmal aufs NAS zu übertragen. Ne? Kleine Zwischenstation. Der PC ohne Grafikkarte holt sich es wieder vom NAS. Ihr könnt es natürlich auch vereinfachen, indem ihr dann eine Freigabe auf dem PC ohne Grafikkarte oder auf dem Laptop macht. Ich habe noch eine Zwischenstation, ne? Ein netzwerkfähiges Laufwerk, beziehungsweise ist eigentlich auch nur ein PC. Gut. Zurück gehen wir jetzt an den PC ohne Grafikkarte, ne, den wir gleich wieder sehen. Der hat jetzt eine Liste, was da auf dem NAS-Laufwerk ist. Und dann werde ich vom Laptop aus erstmal etwas da drauf ablegen und der holt sich das dann da wieder herunter, um es gegebenenfalls zu bearbeiten. So, also das ist PC ohne Grafikkarte, listet auf, was auf dem NAS ist. Gut, damit das nicht zu sehr verwirrt. Machen wir jetzt auf dem Laptop, das ist der Laptop, den ihr jetzt hier seht, ne?
gehe ich auf den jetzt mal auf mein NAS-Laufwerk, sehe dasselbe. Ne? Jetzt könnte ich von meinem lokalen PC, von meinem Laptop aus, das Video, was ich gerade gerendert habe, ne, das kann ich mal kopieren, das lege ich jetzt auf die Netzwerkfreigabe ab. Ne? Das ist dieses Video Out 1 OGV, hat 47,1 Megabyte. So, hier sehe ich das noch nicht. Warum? Weil die Ansicht noch nicht aktualisiert ist. Erneut laden. Und dann sehen wir auch dem Rechner die Out OGV. Nun, der Rechner ohne Grafikkarte hatte Zugriff auf die Datei. Man kann die Datei natürlich auch auf andere Arten und Weisen übertragen. Dann könnte ich jetzt Rechtsklick kopieren und mir unter meinen Dokumenten oder weiß Gott wo ablegen. Unter Admin Q, vom QoS, meinetwegen in den obersten Ordner oder in KDN Live Ordner, um damit zu arbeiten. STRG-V drücken, STRG-V. Jetzt wird die Datei vom NAS-Laufwerk übertragen, ist jetzt tatsächlich auf dem PC ohne Grafikkarte. Da ist die Datei jetzt. Ne? Was haben wir gemacht? Vom Laptop die Out 1 OGV übers Gigabyte LAN auf die Freigabe gelegt. Der PC ohne Grafikkarte hat sich die Datei geholt und hat die jetzt auf der Platte. Das ist, was wir jetzt hier sehen. Das ist die Datei Out OGV. Hier ist er auf dem NAS-Laufwerk. Und hier ist sie auf dem PC ohne Grafikkarte. Und von da aus könnte ich die dann weiter bearbeiten. Ihr könnt natürlich auch ein komplettes KDN Live Projekt übertragen. Ne? Zum Beispiel auf dem Laptop mit KDN Live zunächst den Videoschnitt machen und euch dann später die Datei KDN Live übertragen. Nun, jetzt muss natürlich diese Datei da ins KDN Live Projekt hinein. Okay, jetzt habe ich das erste Mal gestartet, KDN Live hier drauf, und wir sehen mein Video, was ich vorhin aufgenommen habe, könnte ich jetzt unter KDN Live rendern, ne? Auf dem PC ohne Grafikkarte, ne? Der eigentliche Laptop ist damit überhaupt nicht belastet. So, zum Beispiel als WebM-Codier-Threads kann ich da jetzt 4 einstellen. Ich habe 4 Prozessoren auf dem PC ohne Grafikkarte. Sehr schön. Videoqualität noch einstellen, was weiß ich. Belastet meinen Laptop gar nicht. Der überträgt nur das Bild hin und her. Rendere in Datei. Und jetzt könnte ich ganz in Ruhe dann was anderes machen auf dem PC hier, ne, auf dem Laptop. Auf dem Laptop könnte ich was ganz anderes machen, könnte ganz in Ruhe mit euch übers Internet chatten, ne, können wir jetzt abwarten. Der Netzwerkverkehr ist hier gering, er überträgt hier nur das Bild, ne, nur das Bild, was der gerade so macht. Der würde jetzt meinetwegen 15 Minuten lang rendern an der Datei. Kratzt mich nicht, dieses Bild hier ist nur ein Bild, das übers Netzwerk übertragen wird. Ne? Ein Bild. Der PC ohne Grafikkarte macht die Arbeit mit seinen 4 CPUs, hat auf der Festplatte das Video und rendert vor sich hin. Der Laptop, den ihr hier seht, überträgt nur das Bild, was KDN Live gerade macht. Ne? Der ist aber unbelastet. Ne? Die Laptop-CPU wird nicht benutzt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.